Hier sind 4 Zitate und eine Behauptung. Nachdem du sie gehört hast, lass uns wissen, ob du sie für richtig oder falsch hältst und warum. Bist du bereit? Abtreibung ist legal, weil Babys nicht wählen können. Keine Frau kann sich frei nennen, die nicht über ihren eigenen Körper verfügt. Rasse und Hautfarbe sind sozial konstruiert, keine biologischen Kategorien. Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und schließlich, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist. Um die Inhalte optimal zu lernen und zu merken, pausiere kurz das Video und schreibe in die Kommentare unten, ob du zustimmst oder nicht. Dann schau weiter. Wenn man über ein Thema diskutiert und sich alle einig sind, stirbt das Gespräch oft schnell ab. Wenn du aber anderer Meinung bist, nimmst du eine Gegenposition ein. Du nimmst Risiken auf dich und setzt etwas in die Waagschale. Das kann die Diskussion auf eine Ebene bringen, auf der alle Beteiligten mehr über das Thema verstehen. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sollten wir darauf achten, dass wir es auch richtig machen. Aber was bedeutet das? Paul Graham hat 2008 versucht, diese Frage zu beantworten. Er schlug eine Hierarchie mit 7 Stufen der Meinungsverschiedenheit vor. Von schwach bis stark. Die unterste Stufe ist die Beschimpfung. Sie greift die Person an und nicht das, was sie sagt. Wenn Bob und Jen sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, könntest du also antworten, ihr seid Idioten. Die zweite Stufe ist der Angriff ad hominem, bei dem die Autorität einer Person in Frage gestellt wird, ohne auf das Argument einzugehen. Wenn sie sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, kannst du antworten, ihr seid vielleicht Pädagogen, aber ihr seid sicher keine Wissenschaftler. Wie die Beschimpfung ist dies eine schwache Form des Widerspruchs, da sie die Person angreift, aber nicht das, was sie sagt. Die dritte Möglichkeit ist, auf den Tonfall zu reagieren, das heißt den Sprachstil und nicht den Inhalt zu kritisieren. Wenn sie sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, kannst du antworten, das ist grammatikalisch falsch. Lernt erst einmal richtig zu sprechen. Dies ist ebenfalls eine schwache Form des Widerspruchs, da sie sich gegen den Tonfall und nicht gegen den Inhalt wendet. Du sagst immer noch nicht viel. Die vierte Stufe ist der Widerspruch. Jetzt erhalten wir Antworten auf das, was gesagt wurde und nicht von wem oder wie. Wenn sie sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, kannst du erwidern, sie ist rund. Widersprüche können wichtig sein, denn manchmal reicht es aus, wenn die Gegenseite explizit genannt wird, um den Standpunkt zu verdeutlichen. Aber das ist nicht immer der Fall. Das Gegenargument ist ein Widerspruch mit Argumenten und die erste Form eines überzeugenden Gegenarguments. Wenn Sie sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, kannst du antworten, ich bin Wissenschaftler und sie ist auch nicht flach. Aus dem Weltraum sieht sie sogar ziemlich rund aus. Wenn man sich auf das ursprüngliche Argument konzentriert, kann dies überzeugend sein. Wenn sich aber zwei Menschen leidenschaftlich über etwas streiten, reden sie oft über zwei ganz verschiedene Dinge. Die Widerlegung besteht darin, jemanden zu zitieren und zu erklären, warum er sich irrt. Wenn sie sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, kannst du antworten, wenn du sagst, dass du ein Erzieher bist und die Welt nicht rund ist, implizierst du damit, dass du eine Autorität bist und dass die Welt flach ist. Videos aus dem Weltraum sind ein Beweis dafür, dass sie ziemlich rund ist. Das ist eine überzeugende Form des Widerspruchs. Es ist auch eine seltene Form, weil sie mehr Arbeit bedeutet. Das Widerlegen des zentralen Punktes ist die stärkste Form des Widerspruchs. Bis zu dieser Stufe warst du unklar oder im schlimmsten Fall absichtlich unehrlich. Wenn sie sagen, wir sind Pädagogen und die Welt nicht rund ist, kannst du den zentralen Punkt als solchen widerlegen. Eure Aussage, dass die Erde nicht rund ist, ist technisch richtig. Die Erde ist eher ein Ellipsoid. Indem ihr aber nur mitteilt, was die Erde nicht ist, ohne eine Klarstellung hinzuzufügen, verleitet ihr die Menschen dazu, das zu glauben, was am besten zu ihren eigenen Überzeugungen passt.
Ausgenommen, sie glauben, die Erde ist rund. Wenn man davon ausgeht, dass Pädagogen den Menschen helfen sollen, besser zu verstehen, steht dies in direktem Widerspruch zu der Idee, dass ihr Pädagogen seid. Das macht eure Aussage zu einem Oxymoron. Graham erklärt, dass es drei Hauptvorteile gibt, wenn man Formen der Meinungsverschiedenheit kennt. Erstens, es hilft uns zu bewerten, was wir lesen, sehen und hören. Insbesondere hilft es uns, intellektuell unaufrichtige Argumente von Rednern zu erkennen, die sich wortgewandt ausdrücken. Zweitens, sie macht Gespräche lebendiger, weil sich die Teilnehmer auf den eigentlichen Punkt konzentrieren. Drittens, es macht uns glücklicher. Niedrigere Ebenen der Meinungsverschiedenheit greifen die Person an, was gemein ist. Die höheren Ebenen der Meinungsverschiedenheit greifen die Idee an. Das ist einfacher zu akzeptieren und anzunehmen. Die meisten Menschen sind nicht wirklich gerne unausstehlich. Sie sind es manchmal, weil sie keinen besseren Weg gefunden haben, sich auszudrücken. Wenn das Aufsteigen in der Hierarchie der Meinungsverschiedenheiten die Menschen weniger gemein macht, werden viele von ihnen wahrscheinlich auch glücklicher sein. Was sind deine Gedanken? Stimmst du Graham zu oder widersprichst du ihm? Wenn dir dieses Thema nicht besonders am Herzen liegt, wirst du wahrscheinlich mit einer der anderen vier Aussagen vom Anfang nicht einverstanden sein. Aber kannst du die zentrale Aussage widerlegen? Wir wiederholen sie nun. Lass uns in den Kommentaren wissen, inwiefern du mit ihnen nicht einverstanden bist. Abtreibung ist legal, weil Babys nicht wählen können. Keine Frau kann sich frei nennen, die nicht über ihren eigenen Körper verfügt. Rasse und Hautfarbe sind sozial konstruiert, keine biologischen Kategorien. Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen.